Moin, oh Freunde, und damit begrüße ich dich wieder herzlich zurück zu Pokémon Schwarz. Heute wieder im Schrein der Ernte. Dort werden wir alles abschließen zu 100%, damit wir dann weitermachen können mit allen TMs, die wir noch finden müssen, zu suchen. Ja, und wie gesagt, es wird noch ein bisschen dauern, weil die ganzen Items hier sind schon fies versteckt sind. Nee, Spaß, weil wir noch viel zu tun haben. Schon alleine die ganzen TMs rauben uns sehr viel Zeit, aber was soll's. Wir werden uns das auf jeden Fall gönnen und will dieses Ding mich verarschen? Boah, nee, komm. Wir ignorieren einfach diese komischen Items da. Immer nur dieselben Trainer zu kämpfen. Ach, ich bin es leid. Da kommst du mir gerade recht. Ja, dann musst du nicht auch an einem abgelegenen Ort trainieren. Ja gut, okay, kannst du verstehen. Wenn jemand mein Raupi-Trainer vor dir wartet, dann denke ich auch so. Junge, wo hast du trainiert? Mit einem Raupi Level 61. Uff. Aber Bomi ist jetzt auch nicht viel stärker. Und übrigens mache ich das jetzt alles mit Niki, weil Niki kann alles schnell fertig machen. Ich glaube, wir können auch mal tauschen zu Flambirex. Der sollte ja auch alles locker flockig wegmachen. Aber erstmal haben wir Niki drin. Oh, Kronjuwel. Aber auch das bleibt nicht lange stehen. Aber ich wusste gar nicht, dass hier noch so viel zu machen ist. Ich dachte so, ja, spätestens jetzt nach ein paar Parts beendet, aber nö, nö. Das Spiel, das hat noch was drauf. Ja, hier oben ist noch jemand. Ach, ich wollte doch wechseln. Oh. Das hier ist unser Revier und Spielplatz. Also, das große Demeteros wacht auch über uns. Du willst mir jetzt nicht sagen, hier gibt es noch einen legendären. Das wäre krass. Niki! Dann schneid mal alles weg hier. Ich hoffe, ich denke dran, nächste Partie, also nächsten Kampf, schon gewechselt zu haben. Weil ihr sagt, Niki auf Level 77 ist schon krass. Ich weiß, er ist noch Level 76, aber ein Level, das geht schnell. Oh, Ninja ist das unnützste Pokémon ever. Das ein KP hat, dafür kann es nur von sehr effektiven Attacken getroffen werden. Sonst gar keiner. Cool irgendwie. Ah nee, das war nicht Niniask. So, tauschen. Ah, so. Er ist tot. Ja gut. Dann müssen wir doch anders überlegen. Ja, lasst Niki vorne. Mojin nützt hier nichts. Ich will ja alle so weit wie möglich wegquitten. Hier ist ein Schrein. Was muss man hier tun? Hä, warte mal. Wollte ich gerade sagen, das Spiel wollte mir wohl rollen oder was? Bestimmt gibt es hier irgendwas zu tun. Nur ich weiß es nicht, aber das könnte auch nach Event aussehen. Nach einem Event, das wir aber nicht mehr triggern können, weil das Spiel, wie gesagt, die Events nicht mehr unterstützt, whatever. Kann alles sein, wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Oder? Naja, erstmal gucken wir uns hier um. Hier müsste ja noch Items geben ohne Ende. Zumindest von einem wesentlichen Item, das ich noch sehe.
Und dann geht's gleich auch wieder mit der TM-Jagd los. Genau. Hier ist nochmal TM-Bizarro-Raum. Sehr wichtige Attacke. Brauchen wir bestimmt irgendwann mal nicht. Aber naja, gut, haben wir hier noch was? Hier haben wir noch einen Sonderbonbon. Aber ich möchte gerne zu der Dame rüber. Und zwar müsste sie ja hier oben sein. Wow, schleicht dich doch nicht von hinten an, Mensch. Sorry. Ich schleiche mich gerne von hinten an. Lustig. Oh, die hat aber... Die hat aber Wasser-Pokémon. Was soll denn das? Dann schneiden wir die mal lieber weg, bevor die uns noch hier irgendwelche Probleme machen. Ja, Ponita, komm. Wird auch weggewaschen. Muss mal eine Dusche haben, das kleine Feuerpferdchen. Aber schön, dass du viele unterschiedliche Pokémon hat und nicht nur Käfer. Okay, das hättest du in eine Tonne kloppen können. Wortwörtlich, wäre wenigstens eine Pflanze draus gewachsen. Warum nimmt niemand einen Sonnenkern, mal ehrlich? Naja, ich werde die Trainer nie verstehen, die einen Sonnenkern trainieren müssen. Gut, sonst nur irgendwas? Ich scheine alles geholt zu haben, außer die Secret Items, aber pff, ganz ehrlich, die können wir jetzt auch lassen, wenn nur Mini-Pits sind. So Leute, kurzer Einstieg. Wir sollen hier auf diesem Flugfeld irgendwie die TM bekommen? Nach der Arena? Also ich werde jetzt mal kurz hier durchquatschen und gucken, wer hier vielleicht eine TM gibt. Aber ich habe jetzt gar keinen Plan. Auf dem Flugfeld sollen wir eine TM bekommen, die wir brauchen. Hä, von wem denn? Ah! Leute, nochmal kurz zum Backup. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was passiert ist. Diese TM erscheint nur, wenn ihr das Mädchen im Haus angequatscht habt. Ihr müsst also im Haus über den Pokémon Center mit dem kleinen Mädchen sprechen. Sie sagte dann, oh, auf der, was auch immer, Ladefläche, was auch immer das ist, oder Flugplatz, da ist eine TM versteckt. Und seitdem an ist denn diese TM genau an diesem Punkt. Und da könnt ihr den holen. Oh, du hast den Schatz gefunden. Gefunden. Es verhielt sich nämlich so. Wir hatten damals doch kein Pokémon, aber also wollten wir die TM so lange verstecken, bis wir eines haben würden. Aber wer weiß, wie lange es noch dauert. Nimm sie dir ruhig, bitte. Wir kommen sicher noch, bekommen sicher noch eine weitere von Geraldine. Los, nimm schon. Bis dann. Gut. Erledigt. Leute, hier kann man bei der Drachenstiege auch ein bisschen surfen. Natürlich erwartet uns hier noch ein Top-Ass-Trainer. Ich bin ein Ass-Trainer, eigentlich prahle ich ja nur ungern damit herum. Aber ich bin schon ziemlich ein toller Hengst, wa? Die gesamte Einer-Region wäre völlig erschüttert, sollte ich verlieren. Hier ist der hochnäsig. Den machen wir platt. Ach, du hast ja noch ein Gelatruppo. Wie süß, ein kleines Eis. Vielleicht hätten wir vorher hierher gemüsst. Mit Level 46 ist das ja schon... 36 ist das ja nix. Ja gut, okay, dass ich das übersehen habe, war schon dumm irgendwie. Vor allem, wir sind jetzt 40 Level überlevelt. Was will Voltula machen? So, der tolle Hengst hat verloren. Damit ist er jetzt der nicht mehr tolle Hengst. So, und wir werden jetzt mal trotzdem tauschen auf Mojin.
Einfach aus dem Prinzip. Und hier haben wir die TM63, die wir brauchen. Die Itemsperre. Und noch eine Trainerin. Oh, du willst kämpfen? Ich habe meine Fähigkeiten optimiert. Lass uns mal zeigen, was du drauf hast. Die fängt ganz gemütlich mit einem Patch-Sniff an. Gut, damit sind wir jetzt schon bei, ihr merkt schon, bei TM63, denn die restlichen TMs haben wir soweit alle zusammen. Oder sind die Kampfmetro? Wie gesagt, Kampfmetro werde ich nicht machen. Das ist das Einzige, was ich im Spiel wirklich nicht mag. Die Kampfmetro. Wie gesagt, also da tut es mir denn auch leid für diejenigen, die die Kampfmetro mal mögen, aber ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Und deshalb wird die nicht gemacht bei mir. Ich werde euch zeigen, wo man die kaufen kann. Weil ich glaube, die kann man dort direkt drin kaufen im Laden. Mit dem GP-Punkten. Und alles andere müsst ihr denn selber tun, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Für mich ist es denn 100%, weil ich das euch gezeigt habe. Leute. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Warum ist Lauro hier oben? Hier im Turm des Himmels hat mein früherer Partner seine ewige Ruhe gefunden. Es war das erste Pokémon, das ich bekam, als ich Trainer war. Manchmal komme ich hierher und lasse die Glocken erklingen, damit es den ewigen Seelenfrieden finden kann. Es war ein stolzes, starkes Pokémon. Es war sehr heldenhaft, erhaben und gültig. Zusammen mit mir hat es das Ziel verfolgt, stärker zu werden um jeden Preis. Dabei wusste es nicht, was stark zu sein eigentlich bedeutet. Doch auch alles Gute muss enden. Und das trifft leider ebenso auf das Leben aller Dinge zu. Erst da wurde mir klar, dass Stärke vergänglich und nichts für die Ewigkeit ist. Doch wenn ich an die Freude denke, die ich dadurch erfahren durfte, dass ich zur selben Zeit und am selben Ort wie dieses Pokémon existiert habe, weiß ich, dass all das nicht umsonst war. Um dies den Menschen zu vermitteln, habe ich die Pokémon-Liga verlassen und mich auf Reisen begeben. Ganz recht, die Reise war eine ganz hervorragende Idee. Ich habe viele verschiedene Pokémon-Trainer getroffen und natürlich auch dich. Nun gut, Tristan, ich warte dann auf der Liga auf dich. Hat er nichts für mich? Traurig. So, Freunde, jetzt sieht's an das Eingemachte. Die Höhle der Schulung ist dran. Wir müssen jetzt erstmal hier... Oh Gott, nein. Hier rein, aber ich mach mit Map. Das könnt ihr mir nicht antun. Also, die erste Ebene ist ganz leicht. Wir haben erstmal hier einen Trainer. Auf meinen Reisen ist mir schon klar geworden, dass jeder Pokémon liebt. Du auch? Nein, ich hasse bald Pokémon. Nein, Spaß. Natürlich liebe ich Pokémon. Sonst würde ich es nicht spielen. Naja, jedenfalls, wenn wir jetzt diese kompletten Höhlenkonstrukt erkunden. Und das erste Obergeschoss, wie das zweite, ist das kleinste. Aber es kommt noch ein drittes Obergeschoss. Untergeschoss. Das wird natürlich ein ganz anderes Kaliber. Da fehlt uns nämlich noch eine TM. Und wenn wir die haben, Leute, haben wir schon eigentlich alle Abteile des Spiels entdeckt. Schade, dass Mojang gerade vergiftet ist, aber ich glaube, das können wir gleich mal lösen. Und zwar werden wir uns Mojang mal einfach ein Gegengift gönnen. Gott, dann können wir ja weitergehen und es geht direkt runter, denn hier ist nichts versteckt. Jetzt kommen wir zum zweiten Abteil, das ist schon ein bisschen knackiger. Da muss ich auch ein bisschen auf die Karte gucken. Bitte was?
Deine finstere Höhle im Osten, perfekt, da trainiere ich meine Pokémon. Ein talentierender Trainer im Westen, großartig, den knöpfe ich mir gleich vor. Geografie war auf jeden Fall nicht schlecht. Gerade kommen aber auch die ungeilsten Pokémon für Mojang. Diese Dratini hat eine Stärke, das ist unnormal. Nicht vom Angriff aus, sondern vom Spezial, also die Spezialverteidigung sollte auch hoch sein von Dratini. Und doch der Angriff auch. Mogelbaum kriegen wir, denke ich mal, so hin. Obwohl, ich weiß es nicht. Mogelbaum ist auch nämlich stark. Oh, und Munir ist natürlich wieder am Start. Natürlich, das reicht nicht. Also Mogelhieb killt uns. Mogelbaum. Na gut, dann muss halt Niki wieder die Arbeit machen. Kennen wir ja schon. Und weil dieser schöne Mogelbaum ja gerne Wasser mag, wird er erstmal gebadet. Ja, Voltenso. Voltenso, Schmenso, machen wir mal weg. Fehlen nur noch zwei Pokémon, dann haben wir alle. Die Trainerkämpfe sind jetzt relativ langweilig, ich weiß, aber wir haben es bald geschafft. Als ob. Niki, du bist schlecht. Wie kann man gegen den Voltenso 10 Level drunter verlieren? Traurig. Vor allem One-Hit. Wie gesagt, einfach nur traurig gerade von Niki gewesen. Bin ich enttäuscht, Junge. Da musst du mehr zeigen. So, jetzt muss ich erstmal wieder alle heilen. Weil der Kampf hat uns doch ein bisschen was gekostet. Und dann holen wir uns natürlich die Items da drum. Die warten ja nur gerade für uns. Und natürlich, Niki, du kriegst trotzdem eine Potion, auch wenn du gegen einen 63er Pokémon verkackt hast. Egal. Passiert. Hä, da war ich doch eben. Achso, das wird wahrscheinlich andere Seite sein. Okay, hier oben geht's nur irgendwo lang. Wow, bist du etwa ein legendäres Pokémon? Okay, vielleicht sollte sie auch mal Blitz einsetzen. Oh, die hat auch drei. Vor allem, warum haben die denn immer die Pokémon, die Mojang gar nicht besiegen darf oder kann? Das ist voll gemein. Na, immerhin kann Flosen die wegklatschen. Mit seinem Armstoß. Aber ich hab immer noch Armstoß. Das ist so. Ja. Ich frag mir, wann er hätte Nahkampf erlernt. Wir könnten ihn. Durchbruch könnten wir ihn die ganze Zeit erlernen. Obwohl, er braucht keinen Durchbruch. Wenn er viermal schlägt, dann ist auch ein Visenor weg. Ah, Groink. Nee, da sollten wir vielleicht doch mit Brandstempel arbeiten. Vor allem, weil wir, oder weil Flosian schon schwer ist. Trotzdem hat es fast kein Damage gemacht. Traurig. Hat er denn so viel Abwehr, dieses dicke Schwein? Eigentlich nicht. Ja gut, gegen Knarks haben wir jetzt sowieso keine Chance mehr. Da würde ich jetzt einfach eine Fassade droppen. Ja.
machen wir mal jetzt einfach mal den bösen Move und switchen wir raus zu Philipp. Hast du getroffen, tut mir ja leid. So, jetzt kommt der Schwan Niki und der macht dich definitiv weg. Knarks ist ja zum Glück auch schon vom Typ Boden, wie auch die Vorentwicklung. Deswegen können wir die alle wegmachen. Achso, ja, ist normal effektiv, stimmt, wegen den Drachentypen. Okay, gut, dann haben wir das erledigt. Dann gehen wir mal hier nach oben. Ah, ja. Hier hinten haben wir AP Plus. Sehr schön. Hier hinten haben wir auch noch ein schönes Item, und zwar Nugget. Aber nicht das, was wir suchen. Aber ich konnte mir sowieso vorstellen, dass die Attacke, die wir suchen, in dieser Etage sind. Aber warte mal. Lass mir mal erstmal kurz wieder ein Top-Schutz nehmen. Ja, guten Hypertrank können wir eigentlich auch gönnen. Ah, guck mal, da war der Top-Trank nämlich versteckt. Jetzt können wir auch in die unterste Etage. Und das muss ich jetzt mal kurz ein bisschen weiter. Ach so. Die ist jetzt um einiges komplizierter. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wo bin ich denn? Ach so, ich weiß, wo ich bin. Oder? Hä? Ah doch, macht Sinn. Ja, na klar. Wie hohl bin ich denn? Ich glaube, hier unten geht es nicht weiter, genau. Deswegen können wir nur hier lang. Und da runter, so. Hier haben wir ein Item. Wo? Ach, jetzt habe ich... Nein, mich verdrückt. Ich guck mal nach. Irgendwo hier müsste ein Item sein. Ah, okay. Ah, das Item triggert mich jetzt aber die ganze Zeit. Das holen wir schnell, komm. Ihr habt ja Zeit, ne? Ihr wollt ja, dass der Part sowieso eine Stunde dauert, also go for it. Hier unten finden wir noch eine Top-Genesung. Sehr schön. So, und das, was ich bitte jeden Game Freak-Entwickler sagen kann, ist, bitte hört auf mit diesen Blitzhöhlen. Die sind einfach nur ätzend. Vor allem, wenn du keinen Blitz bei hast. Und du willst ja nicht jedem Pokémon irgendwie Blitz beibringen, nur weil du diese dumme Höhle erkunden willst. Da macht dir diese Erkunden auch weniger Spaß, muss ich ehrlich mal jetzt gestehen. Also ich finde es nicht spaßig, jedes Mal hier 500 Stunden zu suchen, wo ich lang muss. Oder ihr. Meine Pokémon sind alle am selben Tag geboren und sind zusammen aufgewachsen. Respekt! Aber musst du auch 6 Pokémon haben? Oh, ätzend. Ich wollte die ganze Ding noch nicht in 2 Jahren abschließen hier. Wer kommt denn mit 6 Pokémon um die Ecke? Also mal ehrlich. Wisst ihr, ich verstehe, wenn man 2-3 Pokémon hat, aber 6? Vor allem ist es nicht mal so ein
hingeklatscht, das leichtet, ne? Das ist ein Garados. Was eine Vielfachschwäche gegenüber Donner hat, aber Elektroattacken hat. Aber egal. Oh, Brokkolos. Da müssen wir wechseln mit Volt Switch. Ah, der wird jetzt auf Steinkante gehen. Oder auf eine Bohnenattacke. Ich glaube eher auf eine Bohnenattacke. Wenn er jetzt auf Steinkante geht, GG. Ja, war mir klar. Oh, dieses Pokémon. Nein, Niki. Geht doch. Meine Güte, du bist 8, 9, nee, fast 12, nee, 14 Level drüber. 15 Level drüber. Alter, relax. So genau, ein Sumo-Ringer ist am Start. Aber der hat doch keine Spezialverteidigung, oder? Ich weiß, der hat ein... Der ist eine Wall in Bezug auf Verteidigung. Aber speziell? Fragezeichen? Ich glaube, speziell ist der eine Null. Sowohl sowohl angriffstechnisch als auch verteidigungstechnisch. Werden wir jetzt sehen. Oder Niki ist eine Null. Ich weiß es nicht. Als ob. Ach, ich merke jetzt, warum Niki gestorben ist. Vierfache Effektivität. Niki war vielleicht nicht doch die beste Wahl bei der Relaxo, aber ich wusste nicht, dass der Stromstoß hat. Vielleicht klatschen wir den Relaxo ja mit ein paar Fäuste weg. Oh ja, wir klatschen ihn komplett weg. Aber der hat so viele ätzende Pokémon. Was hat der denn noch? Komm schon. Nee, nicht gut. Und Wutanfall. Ja, gut, dass der Flosen nicht überlebt, wäre mir klar gewesen. Ich kann nur hoffen, dass er mit Fassade den umbringt. Ja, dann stirbt Flosen. Wir haben halt nur vier Pokémon bei, wie ätzend. Nur weil wir Surfer brauchen. Und fliegen. Volt Switch waren übrigens zu früh. Merke ich gerade. Wir können halt gerade nur zum Mojin wechseln. Und ich hoffe mal, der predicted jetzt irgendein Pokémon, was ich wegmachen kann. Hey, Irrlicht. Ist das nicht eine K.O.-Attacke? Nee, Schlagbohrer war keine K.O.-Attacke, zum Glück. So, dann brenn erst mal eine Weile. Jetzt überlegen, wir brauchen wahrscheinlich Niki, wenn ich mir recht überlege, ja, ne? So, dann gönnen wir uns mal Niki. Mit Bürde könnten wir jetzt eine Menge abziehen, glaube ich. Ah ja, okay, der ist sowieso früher dran. Oh. Immerhin haben wir einiges abgezogen mit Bürde. Die Verbrennung macht wahrscheinlich gleich den Rest. Und dann gucken wir mal, was der als nächstes so droppt. Der hat ja, wie gesagt, nur drei Pokémon. Nee, zwei. Nach dem Pokémon hat er dann nur noch einen. Na, immerhin, was für ein heftiger Trainer. Ja, für X-Bad hätten wir theoretisch auch was, aber da wir jetzt erstmal nicht wechseln wollen, machen wir X-Bad so kalt.
Obwohl, ich glaube, wechseln wir ja nicht mal so schlecht, aber ich glaube, sogar mit Siedewasser kriegen wir die ganz gut hin. Ah ja, guck mal, Brand Ono. Brenn mal. So, Trainer besiegt. Weiter geht's. Wie gesagt, wird jetzt ein bisschen längerer Part. Da muss ich halt nur jetzt gucken, wo ich lang muss. Oh, ist das verwirrend, alles gemacht. So, dann geht's hier runter. Und hier gibt's ein Item. Okay, dann muss ich erst noch weiter runter. Oh Gott. Wo das Item ist, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Hier haben wir den Timerball auf jeden Fall. Dann ignorieren wir das Item. Das kann ja sowieso nicht die TM sein, die wir suchen. Die TM müsste hier hinten sein. Okay, hier haben wir nochmal ein Sternstück. Nehmen wir natürlich mit. Für das Geld gönnen wir uns. Ah, hier haben wir eine Trainerin, oder? Ah, zeigst du mir deine Pokémon? Ja, ja. Werde ich, aber... Hä, wo ist es denn? Ich überlege halt gerade, wo diese verflixte Item ist. Die verflixte TM, die wir nur brauchen. Das ist halt das Einzige, was wir noch benötigen. Dann haben wir alles. Vulnone, ja, da bleiben wir drin. Ah, obwohl, nee, das war dumm. Ja, na klar, war das dumm. Naja, gut, nicht schlimm. Wir haben noch Niki. Und im anderen Falle werden wir einfach die anderen wieder aufwecken. Mit ein paar Top-Beleber. Aber ich hoffe mal, sie hat jetzt irgendwie ähnliche Pokémon, die wir wegmachen können. Matrifull kriegen wir natürlich auch noch mit Luftschnitt weg. So ein letztes Pokémon muss auch irgendwie Feuer, Flug, sonst jetzt sein. Obwohl Flug wäre so semi-okay. Austos? Ja, ist in Ordnung. Ich glaube, Austos kriegen wir so weg, oder? Ja. Austausch-Schmoss. Oh, warte mal, Gegenschlag. Ah, okay, hat eine Fehler bezogen. So, erstmal Level 78 für Niki. Glückwunsch, fast an die 80-Marke geknackt. So, und jetzt wirkt natürlich hier noch rüber und das Item holen, das ich hier hinten gesehen habe. Ah, hier ist noch die Herzschuppe. Und hier... Schwarzgurt. Ist ein gutes Item, so nicht, aber ist nicht das erwartete Item, was ich brauche. Geil. Ob ich das jemals finden werde, Leute, das ist eine gute Frage. Kapschutz aktiviert, ihr Schweine.
Boah, wegen Soda mag. Bring es um. Ich muss mal kurz Sodamag austauschen, der Diane. Das Pokémon ist so unnütz. Achso, wir müssen sowieso mal heilen. Weiter geht's. Wir haben noch nicht alles erkundet. Hier unten ist noch was. Da wird wahrscheinlich ein Item drin sein. Der Sonderbonbon. Protein. Und mehr nicht. Ach, erzähl mir nicht. Huh. Hier ist ein Item. Endlich, die TM, die ich suchte, Steinkante, da haben wir's. Sehr schön, dann habe ich alles, was ich haben wollte und wir sehen uns bei den nächsten Items wieder. TMs. So Leute, ihr habt's gesehen, wir müssen die Briefposten sammeln. Posten? Die Briefpost sammeln. Und es gibt 3 Briefposts. Das ist klar. Briefpost 2 haben wir schon gefunden. Jetzt fehlt nur Briefpost 3 und 1. Die eine bekommen wir von einer guten Schirmdame. Irgendwo hier. Und ich werde mal trotzdem nochmal einen Schutz aktivieren. Ich möchte halt auf Nummer sicher gehen, dass nichts passiert. Jedenfalls fehlt uns die Bane-Sachen, um die letzte oder vorletzte TM zu bekommen. Die letzte TM ist auch noch ein bisschen knackiger, also, ha, lustig. Ach so, da ist es schon. Damit haben wir Briefpost 3, fehlt uns nur 1. Ah, gucken wir mal. Da haben wir den nächsten. So schwer war das ja nicht. Dann haben wir alle 3 Posten zusammen, bringen mit Wingull und kriegen von Wingull eine wunderschöne TM. Da könnt ihr natürlich gleich mal mitgucken. So, hier. Wir kriegen... Ja, schön. Ah, guck mal, Wingull ist weggeflogen, ist glücklich und er hat was fallen gelassen, und zwar die TM Kehrtwende. Sehr schön. Jetzt kommen wir zur allerletzten TM. So ganz habe ich die nicht verstanden. Irgendwo soll die TM sein, wenn wir runterrutschen. Ich hab's ja gesehen. Ich glaube, jeder hat sie jetzt gerade gesehen, die TM. Oh nein, da wollte ich nicht. Mann, das Spiel ist so letztdick. So, hier müssen wir runter. Und nochmal. Und dann kriegen wir auch TM Stromstoß. Gut, damit haben wir eigentlich alle TMs zusammen. Es gibt natürlich jetzt noch, zeige ich euch, hier in Rayona City die allerletzten TMs, die per GP, ihr bezahlen müsst. Die werde ich, wie gesagt, auslassen komplett, weil
ihr wisst erstens, wo die sind, und zweitens, ihr wisst auch, wie lange es dauert, die zusammenzusammeln. Und wir gehen jetzt mal hier in einem Shop rein. Und hier seht ihr ja schon, hier sind alle drin, die uns noch fehlen. Und ihr seht ja auch 36, es würde unendlich viel Zeit dauern. Damit wisst ihr, wo ihr diese findet. Für mich ist sie 100% damit abgeschlossen, ihr wisst alles, wo alle TMs sind. Eine TM wisst ihr aber nicht. Es ist nämlich noch eine TM übrig, die TM 95. Die ist die sogenannte Standpauke. Und die Standpauke bekommt ihr zwar in Stratos City, aber ihr benötigt ein Ereignis. Man weiß nicht ganz genau, im Internet habe ich gelesen, es soll ein Wi-Fi-Ereignis sein, in dem so ein Transportkapsel erhält. Und da kommt dann irgendein Mann in einem Haus vom oberen Teil einer im Stratos City in so einem Gebäude. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die ist. Wenn ihr es kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, wo die TM ist. Ich bin zufrieden, dass ich alle 94 gefunden habe, die man regulär holen kann. Die andere ist anscheinend irgendwie durch ein Ereignis. Keine Ahnung, kein Plan. Damit würde ich sagen, beende ich diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, alle TMs zu suchen und alle Ebenen jetzt gesehen zu haben, könnt ihr gerne ein Like da lassen, und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr gerne abonnieren, und dann sehen wir uns im allerletzten Part, nämlich zur Liga. Also, bis denne und ciao.